Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Widder, heute findest du dich vielleicht in der Mitte zwischen zwei mächtigen Lagern wieder, die beide ihre eigene Überzeugungskraft haben. Als freundlicher, diplomatischer und sensibler Mensch, der du bist, kannst du ein leichtes Ziel für diejenigen werden, die ruppiger und rechthaberischer sind. Es ist wichtig, dass du in dieser Situation vorsichtig bist und deine Allianzen mit Bedacht wählst. Die kalten, harten Fakten, die dir präsentiert werden, mögen zwar verlockend erscheinen, aber es gibt auch eine starke emotionale Unterströmung, die die Gemüter aufwühlt. Sei dir bewusst, dass die Dinge vielleicht nicht so eindeutig sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, und triff deine Entscheidungen mit Bedacht. In Momenten, in denen du auf eine Energieblockade oder ein scheinbar äußeres Hindernis stößt, solltest du innehalten und dir ein einfaches Mantra zurechtlegen: Ich freue mich über Entdeckungen. Indem du diese Momente der scheinbaren Stagnation umdeutest, kannst du ihr verborgenes Potenzial nutzen und sie als Chance für Wachstum und Lernen begreifen. Oft enthalten die Blockaden, mit denen wir konfrontiert sind, wertvolle Informationen, die uns zu neuen Einsichten und Durchbrüchen führen können. Wenn du die Fähigkeit kultivierst, diese Momente zu schätzen, wird das dein allgemeines Wohlbefinden steigern und dir die Türen zu unendlichen Möglichkeiten öffnen. Dein Selbstvertrauen steigt, besonders wenn es um deine Karriere geht. Du befindest dich derzeit auf einem Höhepunkt und es ist wichtig, dass du deine innere Stärke voll auskostest und aus dem Schwung Kapital schlägst. Achte auf die Weisheit und den Rat von jemandem, der älter oder erfahrener ist als du, denn ihre Einsichten werden sich heute wahrscheinlich als äußerst wertvoll erweisen. Ihre Ratschläge können dir neue Perspektiven eröffnen und zu deinem weiteren Erfolg beitragen. Es ist wichtig, dass du authentisch bleibst und nicht versuchst, anderen vorzugaukeln, dass du jemand bist, der du nicht bist. Der aktuelle kosmische Aspekt könnte dich dazu verleiten, deine Geschichten zu übertreiben oder Erfahrungen vorzutäuschen, die du in Wirklichkeit nicht gemacht hast. Es ist jedoch viel beeindruckender und sinnvoller, einfach nur du selbst zu sein. Deine natürlichen Qualitäten und deine einzigartige Persönlichkeit sind mehr als genug, um einen bleibenden Eindruck bei anderen zu hinterlassen. Vertraue auf deine eigene Authentizität und lass sie durchscheinen. Die Verbindung zwischen Merkur und Uranus bringt eine belebende und elektrisierende Energie in den Tag. Sie entfacht in uns den Wunsch, neue und aufregende Unternehmungen zu verfolgen. Unsere Neugier ist geweckt, und es reizt uns, verschiedene Gefühle zu erforschen, mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu treten, über tiefgründige Philosophien nachzudenken und uns über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Diese Energie ermutigt uns auch, unsere Individualität anzunehmen und unser wahres Ich zum Vorschein kommen zu lassen. Es ist eine Gelegenheit, aus dem Gewöhnlichen herauszutreten und unsere Erfahrungen mit Freude und Begeisterung zu füllen. Widder, navigiere die widersprüchlichen Kräfte um dich herum mit Diplomatie und Sensibilität. Suche nach der Wahrheit jenseits des äußeren Anscheins und vertraue auf deine Intuition, die dich leitet. Nimm die Hindernisse auf deinem Weg als Chance für Entdeckung und Wachstum an. Nutze dein unerschütterliches Selbstvertrauen und nimm die Weisheit derer auf, die mehr Erfahrung haben. Denke daran, authentisch zu sein ist viel wirkungsvoller, als zu versuchen, jemand zu sein, der du nicht bist. Schließlich kannst du dich durch den energetischen Einfluss von Merkur und Uranus dazu inspirieren lassen, aufregende neue Unternehmungen zu starten und deine einzigartige Individualität zu feiern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar.
Bis bald.